Apple hat gestern Nacht auf einem Halloween-Event die neueste Generation ihrer Mac-Prozessoren vorgestellt. Den M3, den M3 Pro und M3 Max. Ey, die Nummer war definitiv eine wilde Mischung. Zum einen, weil es einfach sau ungewohnt ist, wenn eine Apple-Keynote mal mit gruseliger Musik und einem Good Evening von Tim startet. Aber ebenso, weil die neuen Chips neben vielen krassen Upgrades auch einige merkwürdige Seltsamheiten ins Mac-Lineup gebracht haben. Lass uns das mal gemeinsam analysieren. Viel Spaß! Bevor wir gleich reinstarten, will ich noch ein dickes Danke an den Sponsor von diesem Video raushauen. Wisst ihr, Jonas und ich hatten neulich das große Glück, den United States Formel 1 Grand Prix besuchen zu dürfen. Als Fans des Sports war es für uns unfassbar nice, die Autos endlich mal in echt zu erleben. Allerdings waren wir so fokussiert auf die Action vor unserer Nase, dass wir vom eigentlichen Renngeschehen, das auf diesen winzigen Monitoren gezeigt wurde, nur wenig mitbekommen haben. Deswegen wollten wir die TV-Übertragung abends nochmal in Ruhe streamen, doch es ging einfach nicht. Bis NordVPN uns gerettet hat. Dieser Service kann einen superschnellen, sicheren und komplett verschlüsselten Datentunnel zu über 5800 Servern auf der ganzen Welt aufbauen. Das ermöglicht nicht nur eine anonymisierte Internetverbindung, sondern erlaubt es euch auch, virtuell auf der ganzen Welt umherzureisen und so Zugriff zu Filmen, Serien oder Sportübertragungen zu bekommen, die für euren tatsächlichen Standort eigentlich nicht verfügbar sind. Ich habe übrigens gehört, dass man unter nordvpn.com/felixbar nicht nur einen dicken Rabatt bekommt, sondern auch noch 4 Monate gratis zu seinem Abo dazu. Ich packe euch den Link mal in die Beschreibung und bedanke mich bei NordVPN für die Unterstützung. Der M3 ist die nächste Generation vom Apple Silicon Basischip und dieses Mal merkt man das auch beim ersten Hinsehen, denn der Fertigungsprozess ist jetzt einfach mal 3 Nanometer. 4 Nanometer wurden geskippt, hat man einfach nie gemacht für den Mac, M2 war 5, jetzt haben wir 3. Die kleineren Transistoren merkt man in erster Linie an der verbesserten Effizienz, denn der M3 kann dieselbe Leistung eines M1 mit nur der Hälfte des Stromverbrauchs erreichen. Das heißt allerdings nicht, dass er nicht mehr Strom als ein M1 verbrauchen kann. Das geht durchaus, aber nur, wenn man die neu dazugewonnene Performance auch abruft. Die Effizienzkerne in der CPU sind zum Beispiel 30% flotter als in einem M2, die Performancekerne auch grob 15%. Noch größere Sprünge gab es bei der GPU, weil hier zusätzlich auch eine neue Architektur zum Einsatz kommt. Die unterstützt neben Mesh Shading und hardwarebasierten Raytracing auch ein neues Dynamic Caching, das dafür sorgen soll, dass der Grafikspeicher effizienter ausgenutzt wird. Ähnlich wie beim A17 Pro im iPhone unterstützt die Media Engine im M3 jetzt übrigens auch den AV1 Video Codec und die Neural Engine ist ebenfalls leicht schneller und effizienter geworden. Alles in allem wirkt der M3 auf mich wie ein super solides Upgrade. Wie gut er tatsächlich ist, muss man natürlich erstmal testen, aber bis dahin finde ich es auch ziemlich spannend darüber zu diskutieren, in welchen Macs dieser Chip jetzt überhaupt zum Einsatz kommt. Zum Beispiel findet man ihn jetzt im 24 Zoll iMac. Der wurde ja bisher noch nie geupgradet, hatte bis gestern also quasi noch den M1 Chip mit an Bord und dadurch, dass der M2 jetzt komplett übersprungen wird, ist es für diesen Computer natürlich ziemlich nice. Was ich allerdings sehr merkwürdig finde, ist, dass das auch schon das einzige Upgrade war, das sie dem iMac spendiert haben. Und es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, da noch ein bisschen was rauszuholen. Vielleicht einen Mini-LED-Display oder wenigstens USB-C für die Tastatur und das Trackpad und die Magic Mouse? Nein, das ist weiter Lightning? Okay. Vielleicht ist es auch einfach Tradition bei Apple, dass der iMac immer so ein bisschen lieblos behandelt wird. Das wollten sie jetzt beibehalten, selbst mit dem neuen Chip. Ja, und dann kriegt man den M3 auch noch in einem 14 Zoll MacBook Pro. Richtig gehört, 14 Zoll, das MacBook, das in den letzten Generationen immer erst bei den Pro-Chips angefangen hat, also M1 Pro oder M2 Pro oder halt ein Max-Chip, ja, das kann man jetzt auch mit dem Baseline-Chip haben, finde ich richtig gut, diese Lösung, irgendwie dieses 13 Zoll MacBook mit Touchbar noch mitzuschleppen, um den MacBook Pro mit Baseline-Chip im Sortiment zu haben, das war einfach Quatsch, denn ganz ehrlich, Leute, Pro ist nicht nur ein Begriff für mehr Leistung, sondern es geht bei dem Computer ja um so viel mehr, auch ums Display, um die Lautsprecher, ums verbaute Mikrofon, um die Anschlüsse und all diese Dinge hatten halt das 14 und 16 Zoll MacBook Pro.
Aber dieses 13 Zoller, ja, das war nicht wirklich Pro eigentlich. Das Beste daran ist aber, dass man jetzt deutlich günstiger an ein 14 Zoll MacBook Pro kommt. Bisher hat dieser Laptop mit M2 Pro Chip bei 2.399 Euro angefangen. Mit dem M3 Chip kriegt man es jetzt aber für 1.999 Euro. Immer noch ein Haufen Geld, aber 400 Euro weniger als bisher. Und das waren auch schon alle Macs, die den M3 bekommen haben. Ja, der Mac Mini ist immer noch auf M2. Die MacBook Airs sind auch noch auf M2. Ja, die kriegen vielleicht auch einfach das iMac-Treatment. Skippen den M3 und dann gibt es nächstes Jahr einen M4. Aber am tragischsten ist es ehrlich fürs 15 Zoll MacBook Air, denn das hängt preistechnisch jetzt komplett diagonal im Lineup fest. Ja? Mit 512 GB SSD kostet es nämlich nur 170 Euro weniger als ein 14 Zoll MacBook Pro und dabei hat es ein deutlich schlechteres Display ohne Mini-LED und ohne ProMotion. Es hat schlechtere Lautsprecher, schlechtere Mikrofone, weniger Anschlüsse, weniger Leistung. Eine Preisanpassung wäre da meiner Meinung nach echt angebracht gewesen. Und wenn man schon dabei ist, hätte man ja auch das M1 MacBook Air mal auf 999 senken können, damit es mal dreistellig anfängt. So, weil, ja, das ist jetzt ein guter Computer, wissen wir alle. Aber es wird Zeit, Apple. Macht das Ding günstiger. Und dann gab es ja noch die fetten Chips, den M3 Pro und M3 Max. Die haben prinzipiell erstmal dieselben Upgrades bekommen wie der M3, das heißt 3-Nanometer-Fertigung, bessere CPU- und GPU-Kerne, die neue GPU-Architektur mit Raytracing, AV1-Support und so weiter und so fort. Aber zusätzlich dazu sind es halt einfach größere Chips mit mehr Kernen und mehr Leistung. Bekommen kann man sie bisher ausschließlich im 14 und 16 Zoll MacBook Pro. Wer gerne ein M3 Pro Mac Mini gesehen hätte, guckt in die Röhre, der ist noch auf M2 Pro und auch der Mac Studio hat weiterhin den M2 Max und M2 Ultra, da ist auch kein M3 Max in Sichtweite. Damit man darüber nicht allzu traurig sein muss, hat Apple dem MacBook Pro aber auch ein paar allgemeine Hardware-Upgrades spendiert. Zum Beispiel gibt es jetzt eine neue Farbe, Space Black. Das sieht aus wie ein etwas dunkleres Space Grau, so gesehen nicht revolutionär, aber Apple sagt auch, dass sie die Oberfläche abgeändert haben, sodass dieser neue Laptop weniger Fingerabdrücke anzieht. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht nur leere Werbeversprechen sind, denn ich liebe das Aussehen von dunklen MacBooks. Allerdings haben besonders die Midnight MacBook Airs Fingerabdrücke wie sonst was angezogen. Also da muss man wirklich wissen, worauf man sich einlässt. Kleiner Fun Fact an der Stelle übrigens, die neue Farbe kann man nur konfigurieren, wenn man den M3 Pro oder M3 Max nimmt. Mit dem M3 Basischip hat das 14 Zoll MacBook Pro weiterhin Space Grau. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn man von außen nicht sehen kann, ob man den teuren Chip hat oder nicht? Die anderen Hardware-Upgrades gibt es aber für alle. Wi-Fi 6E ist zum Beispiel mit an Bord und Bluetooth 5.3. Und auch fürs Display gab es ein kleines Upgrade. Das ist nämlich heller geworden. Aber auch hier sollte man ein dickes Sternchen an die Aussage packen, denn nicht die Maximalhelligkeit hat sich erhöht. Die liegt nach wie vor bei HDR-Content bei 1000 Nits. Nein, die SDR-Maximalhelligkeit hat sich erhöht. Von 500 auf 600 Nits. Das ist quasi die Helligkeit, in der man das normale Betriebssystem sieht. Aber ich verrate euch einen kleinen Pro-Tipp, Leute. Mit dem Tool Vivid konnte man auch bei den bisherigen 14 und 16 Zoll MacBook Pros das Betriebssystem in 600 Nits anzeigen. Oder in 700, oder in 800, oder in 900, oder in 1000. Also, ja, nicht weiter sagen. Die wirklich wichtigen Verbesserungen findet man also doch bei den neuen Pro- und Max-Chips. Und ich finde es super interessant, wie Apple an die Sache herangegangen ist. Denn sie nutzen die Verbesserung in der M3-Generation, um den M3 Pro noch deutlicher vom M3 Max zu trennen, als das bisher der Fall war. Bei der M1 und M2-Generation war der Max-Chip nämlich immer einfach nur der Pro-Chip, aber mit doppelt so vielen GPU-Kernen.
Rechnern, doppelt so vielen Media-Engines und mehr Arbeitsspeicher. Das hat man auch gesehen. Hier im oberen Teil sind die Prozessoren einfach komplett identisch, nur unten wird beim Max einfach mehr dran gehangen. Jetzt sind beide aber komplett eigene Chips mit unterschiedlichem Aussehen und unterschiedlicher Performance. Fangen wir erstmal mit dem M3 Pro an. Der ist in jeglicher Hinsicht schneller als ein M2 Pro. Das sieht man an manchen Stellen an den nackten Zahlen. Zum Beispiel fängt der Arbeitsspeicher jetzt bei 18 GB an, statt bei 16 GB. Aber es gibt natürlich auch noch diese ganzen strukturellen Verbesserungen, die neue GPU und so weiter und so fort. Das macht den Chip einfach flotter. Allerdings hat diese zusätzliche Performance es Apple auch erlaubt, bei anderen Stellen ein bisschen zurückzutreten. Während der M2 Pro 19 GPU-Kerne hatte, liefert der M3 Pro mit 18 GPU-Kernen mehr Leistung. Und auch wenn 12 CPU-Kerne für beide Chips erstmal identisch klingen, waren das beim M2 Pro 8 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne, beim M3 Pro sind es jetzt 6 Performance- und 6 Effizienz-Kerne. Der M3 Max lacht über dieses Konzept und geht da in eine ganz andere Richtung. Von 12 CPU-Kernen wurde jetzt auf bis zu 16 geupgradet und das nicht, indem weitere Effizienzkerne hinzugekommen sind. Nein, alle 4 neuen Kerne sind Performance-Kerne. Und auch die GPU rastet komplett aus. Dort sind jetzt bis zu 40 Kerne möglich, was mehr als doppelt so viel ist wie im M3 Pro. Beim RAM geht es genauso weiter. Der Pro-Chip schafft bis zu 36 GB, beim M3 Max kann man aber 128 GB reinkonfigurieren. Das ist sogar mehr als das Dreifache. Boah, und die doppelten Media-Engines gibt's natürlich auch noch. In dem Fall jetzt doppelte AV1-Encoder, ey. Es ist so Banane. Ich finde, der M3 Max fühlt sich an wie eine modernere, aber etwas kleinere Version vom M2 Ultra, aber in einem MacBook. Ich persönlich arbeite ja mit einem M1 Max MacBook Pro und beim Test vom M2 Max MacBook Pro ist mir ziemlich schnell bewusst geworden, dass sich dieses Upgrade für mich niemals lohnen würde. Beim M3 hingegen, da wendet sich das Blatt schon wieder ein bisschen. Ich hoffe einfach nur, dass wenn ich das Gerät teste, ich trotzdem vernünftig bleiben kann, um auf den M4 Max zu warten oder M5 Max, denn die werden sicherlich noch bescheuerter. Aber was ist eure Meinung zu den neuen Chips und den neuen Max? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein und nutzt auch gerne die Bewertungsfunktion, um mir Feedback zu diesem Video zu geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin, ciao!